Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Dienstag-Let's Play. Und hier, wie ihr seht, ist das World of Warcraft. Da-da-da-da. Ich muss danach die Musik ein bisschen leiser machen. Ja, hier, wie ihr hier seht, ich habe mir gerade, also ich erstelle mir gerade einen Charakter. Ich bin eigentlich schon fast fertig. Hier, mit meinen Viechern. Ich brauche nur noch einen Namen. Das Ganze spiele ich mit Bluse. Ich weiß nicht, wie er in WoW momentan heißt. Auf jeden Fall ist er nicht in Skype, sondern mit dem schreibe ich nur. Also, nicht wundern. Und ich brauche immer noch einen Namen. Irgendwas mit C? Nein. Vorgius. ja, ich weiß, das ist sehr lustig. Luneratan. Oho. Gut, passt. Ja, es funktioniert. Gut, hier, das ist mein Work. Und dann gehen wir mal in die Welt hinein. Okay. Ja, das ladet hier ein bisschen etwas länger. Wegen dem Aufnahmeprogramm nebenbei. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Dass es ein bisschen länger braucht. Boah, naja. Ich komme gleich online. König Gengrau. Na gut, dann schauen wir uns das an. Gilneas stellten sich einst an der Seite der Allianz der entsetzlichen Horde entgegen, die ganz Lordaeron unterwerfen wollte. Das Königreich überlebte, doch in den chaotischen Jahren nach dem Zweiten Krieg schotterte es sich zunehmend ab. Voll Misstrauen errichteten die Gilneer einen gewaltigen Wall entlang ihrer Grenzen. Und regelten ihre Nation und ihre Herzen von einer sich verfinsternden Welt ab. Nun, viele Jahre später, marschiert die scheinbar unaufhaltsame, untote Geißel durch Lordaeron. Und die Menschheit steht erneut am Rand der Auslöschung. Während das Grauen immer näher rückt, sehen sich die Bürger Gilneas einer furchtbaren Wahrheit gegenüber. Ihr mächtiger Wall wird die Untoten nicht viel länger zurückhalten. Schlimmer noch, man flüstert von einer neuen Gefahr innerhalb der Grenzen Gilneas. Oh ja, das sind die Borgen. Traumhaften Kreaturen. Gerissen wie Menschen, doch wild wie Wölfe. Ach ja, ich habe ja noch meinen Titel drin. So. Gut. Oder sieht man sich da überhaupt? Ja. Ich will, dass das ganze Gebiet hier gesichert ist und die Tore immer mit zwei Männern besetzt sind. Niemand kommt rein, niemand raus. Okay. Sound. Die Politik. Yes. Machen wir mal das hier auf. 47%. Wir haben Gilneas vor der Geißel beschützt. Wir haben Gilneas während der Nordtor-Rebellion beschützt. Wir werden Gilneas beschützen, was auch immer uns... Ach, keine Ahnung. Ach so, ja, der kauft sich gerade noch seine Account-Sachen oder so irgendwas. Ja, dann warten wir mal eben kurz. Dann mache ich einmal kleine Einstellungenchen. Ja, schnell plündern. So, dann brauche ich meine Addons-Inventory, brauche ich nicht. Nein, das brauche ich auch nicht momentan. Sexy Map Rahmen. Ach Gott. Ach ja, so geht das noch. Knöpfe. Oh, jetzt nicht. Uhr. Oh Gott. Skada ist auch nicht so wichtig. Okay. Wir haben Gilneas vor der Geißel beschützt. Wir haben Gilneas während der Nordtor-Rebellion beschützt. So, dann muss ich hier nochmal spielen. Anzeige. Ja, den Umhang mache ich nicht. Optionsleisten hier. Das alles mal anmachen. Gott. Okay, es geht nicht. Ich weiß nicht, wie viele Eindringlinge es sind. Doch die Mark ist überrannt und wir sind von den Hafenstädten abgeschnitten. Seit wann kann ein Druide? Warte, ich bin noch Druide. Ja. Seit wann kann der? Ach, egal. Mach den mal weg. Und den mach ich auch weg.
dass das ganze Gebiet hier gesichert ist und die Tore immer mit zwei Männern besetzt sind. Niemand kommt rein, niemand... Ich kann nicht mehr schreiben. Also, ja, wenn du das hier siehst, hey, ich habe schon die ganze Zeit aufgenommen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Hier alles, weil das wäre nämlich ein bisschen kacke. Ja, hör auf zu krabbeln. Nee. Ist gut. Dann hat es drei Sachen und das hier ist das Morgenanfangsgebiet. Ich hoffe, das gefällt euch, dass ich das jetzt hier spiele. Oh Gott, das ist so hell hier. Warte mal einen Moment. Ah, oh, jetzt wird es ein bisschen lauter. Oh. Ich hole sie runter. Schön. Es ist schön dunkel, so kann ich spielen. Ich bin ein Mensch, der Dunkelheit mag. Gut, erstmal richtig hinsetzen. Gut. Ich habe ja... Ich mag kein Kack-Team. Nein. Niemand kommt rein und niemand kommt raus. Interessiert mich nicht. Okay, was wollte ich noch machen? Also, was wollte ich noch sagen eigentlich? Ich hoffe, da kennt man irgendwas. Schumi. Gut. Nein, nie gilt. Ich sage immer, Kinder. Ey, yo. Gut. Bist du das? Ich hoffe schon. Wohin läufst du? Ach so, da, der braucht den Briefkasten. Ach so. Wow. Das ist viel. Okay. Der cheatet sich erstmal die ganzen guten Sachen hier. Okay, komm. Na, los geht's. Ich bin ein normaler Spieler im Gegensatz zu dir, du Cheater. Okay. Dann hier das Quest angenommen. Gut, okay, das Quest hat er anscheinend angenommen. Dann machen wir mal weiter. So, also dann erzähle ich euch einmal ein bisschen was. Ja, ich hoffe, ihr habt das Infovideo gesehen. Wenn nicht, dann klickt irgendwo, keine Ahnung, oder nein, ich werde euch das einfach verlinken in der Videobeschreibung. Das ist, glaube ich, einfacher für mich, besonders für mich. Ja. Dann nehme ich erstmal die ganzen Quests hier an. Annehmen. So, und wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt oder so irgendwas in die Richtung, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich hatte schon mal einen WoW-Account, also einen WoW-Account, einen WoW-YouTube-Channel. Den habe ich zwar immer noch, aber er ist jetzt nicht sonderlich toll gewesen. Da habe ich einfach bei den Pandas, glaube ich, ein bisschen gelevelt. Und da habe ich zwei Videos oder so und die sind nicht so toll angekommen. Naja, es ist nicht so gut, wenn man nicht gut ankommt. Das müsst ihr wissen. Ist, glaube ich, logisch, oder? So. Was brauchen wir noch? Was, Markthäuser evakuiert. Okay, dann machen wir das mal. Ja, also ich habe mich um einiges verbessert, bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Auch wenn ich erst gerade wieder seit, weiß ich nicht, das geht ab. Ja, finde ich auch. Gut, wir müssen noch zwei Markthäuser evakuieren. Jo. Also, er kann nicht skypen, weil irgendwas... Beschützt mich, bitte. Ist gut. Lauf einfach weg. Tschüss. Wir brauchen noch einen dritten hier. Dann mache ich das mal. Gut, vier geborgene Vorräte. Okay, die muss ich dann auch noch sammeln. Die sammelt man nämlich alleine, würde ich sagen. Aua. Ich will sterben! Ich nicht. Was ich ja lustig finde, ist ja, ich bin ein Borge, der Druide ist. Ich kann mich in Tiere verwandeln und bin gleichzeitig selbst ein Tier. Okay. Wir brauchen noch Zeug.
Ach ja, und wundert euch nicht, wenn ich hin und wieder so komische Geräusche mache, weil es einfach irgendwie komisch ist. Naja, ich schau das. Wow. Jetzt schon 10 Minuten? What the? Ich schau, dass ich 15 Minuten Videos oder so mache. Und die. Ja. Müsste gehen. Jetzt schon 10 Minuten? Oder bin ich irgendwie blöd? Okay. So. Ich brauche noch ein. Ich muss das ganz kurz mal einstellen. Ich hasse es ja, wenn man neue Charaktere hat. Und dann muss man wieder alles einstellen. Gut, dann machen wir die mal. Nichts habe ich zu erzählen. Miau. Die Hölle bricht los. Okay. Für die Gerechtigkeit. Für mein Volk. Ahaha, man sieht's nicht. So, jetzt muss ich die Karte hier wieder klein machen, gut. Also, wo bist du? Da. Mit wem muss ich denn da sprechen? Nom nom nom. Ein Worak. Obwohl ich eigentlich selber einer bin. Aber ich darf euch die Story nicht erzählen, wer weiß, vielleicht kennt ihr die nicht. Aber ich schaue, dass ich euch die Story eben nicht erzähle. Weil das wäre ja ein bisschen. Ein bisschen blöd, wenn ihr dann alles schon wisst. Also ich habe das schon mal gespielt natürlich. Ich habe schon mal einen Worgen gemacht. Ach, den. Jetzt killen. Okay, so ist auch. Also ich habe schon mal einen Worgen gemacht. Jetzt nicht denken, dass ich irgendwie unerfahren bin hier. Das ist nicht blind. Das ist ganz normal. Das habe ich schon mal gemacht. Aber es ist halt doch ein bisschen länger her. Ja. Auch schön. Neues Level. Gut. Okay, jetzt muss ich mit dem da sprechen. Man muss mal, glaube ich, mit seinem Lehrer. Ja, mit seinem Lehrer muss man sprechen. Das heißt, man wird irgendwie immer in eine andere Richtung laufen, wenn man so spielt. Und jo. Ja, ich tue für 3 Mondferien. Ich bin schon drauf. Sweep the Mondfeuer. Pow. Fertig. Ach, und ich bin leicht krank, also nicht wundern, wenn ich mich irgendwie anders anhöre oder so. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ich das immer sage, aber egal. So. Jo, passt. Was brauchst du jetzt? Ach so, jetzt gibt er das ab. Und dann müssen wir wieder rüber. Mit Königin. Wer ist Königin? Königin. Hey, ich bin auf was Geniales draufgekommen. Im Englischen ist Jesus ja Jesus, also Jesus, glaube ich, schreibt man den im Englischen auch. Ja, irgendwie schon. Aber man spricht es Jesus aus. Und daraus habe ich nicht Jesus gemacht, sondern, wartet, Jesus. Jesus, versteht ihr? Ich weiß nicht, ob das jetzt lustig ist oder so, aber ich finde es lustig. Auf jeden Fall, ich möchte nur sagen, ich bin nicht gläubig. Das heißt, auch wenn ihr denkt, also auch wenn ihr gläubig seid, ist jetzt, tut mir leid, wenn ich euch irgendwie damit beleidigt oder sonst was hab. Aber ja, es ist halt so. Kann ich nichts dafür. Ich glaube nicht an eine höhere Macht, die uns alle kontrolliert oder so. Du hast. Wenn ihr daran glaubt, tut mir leid, dass ich euch jetzt irgendwie, keine Ahnung, beleidigt habe, was auch immer. Jo. Ich muss das ganz kurz abgeben, ne? Och, was nehme ich denn da? Ja, weiß wohl. Om nom 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 nom. Schön gut. Die sieht man nie, die Armschienen. Die sind nämlich da drunter. Hier, die sind beim Handgelenk. Gut, dann gehen wir mal da rein. Ach, wie schön. Gott spricht mit Darius. Warte auf mich. Mich nicht much. Okay. Ach ja, und wenn mal momentan meine Soundqualität irgendwie ein bisschen komisch ist, das liegt nicht an mir, das liegt wahrscheinlich entweder an meinem Mikrofon
Obwohl das immer dasselbe war, aber egal. Auf jeden Fall. Ja. Also, okay. Nochmal so Dinger. Okay, auch in Ordnung. Ja, Quest beenden. Annehmen. So, überlebt während 2 Minuten. Ach so, ja. Kann ich jetzt schauen, es ist jetzt 11:04 Uhr. Das heißt, 2 Minuten lang muss ich überleben. Ah! Hilfe! Hallo? Hilfst du mir bitte? Dankeschön! Das ist ja wirklich freundlich! Okay, das ist jetzt fehlgeschlagen, dann mache ich es gleich nochmal. Mann. So, ja, ich muss jetzt zu meinem Geist. Jetzt wieder bei dem warst. Mit knapper Not abbrechen. Wo ist denn jetzt das Quest, oder? Hier? Verschwendet nicht meine Zeit. Wo habe ich denn jetzt das Quest? Haha, vielleicht sollte ich es nicht abbrechen. Ach, da. Da irgendwo müsste es sein. Ach so, das ist da oben. Okay, dann muss ich mal da rauf. Gib die Quest ab? Ja, wie denn? Gib du sie doch ab. Ich hab's mir nicht geschafft. Du Idiot. Schömi. Ich möchte mal angucken. Ach so, ein Cheater. Kann ich auch. Gut. Wir werden bestehen. Okay, jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und ja. Dann gehe ich, dann springe ich gleich mal hier runter. Wow, ich habe überlebt das. Ja, ich gut. So, dann müssen wir hier erstmal warten. Ja, sind schon wieder 17 Minuten. Das heißt, ich sehe euch im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, ich spiele ein Worgen oder sowas. Ja, also bis gleich. Ich nehme das zwar gleich im Anschluss auf. Ich weiß nicht, ob ich das am selben Tag rauflade, aber egal. Ja, tschüss. Bis gleich.